Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, das Mittelalter. Wir sind immer noch, ja, ich habe die Zeit nochmal auf Null gesetzt, weil ich ja zwischendrin eine kurze Pause mache, um das zu erkennen, wo wir waren, anhand fehlender Ausschläge auf der Tonspur. Ja, Zeit auf Null gesetzt. Der Chat verrät auch alles, was man treibt hier. Fürchterlich. Ach, guck mal, ich gehe mal ganz kurz an der Hütte vorbei. Es ist schon auch schön, in so einem alten Dorf zu sein. Also in einem Punkt ist das alte Dorf definitiv besser als die neuen Dörfer, die neuen Villager-Dörfer, weil die alten Häuser, die waren wenigstens irgendwie so ein bisschen, das waren nicht so, dieses, wie heißen die kleinen Tiny Houses, sondern es waren schon richtige Häuser. Nicht so Tiny Homes. Ist ja auch jetzt nicht so optimal. Letztendlich gab es hier nicht auch mal einen Ausgang? Doch, da sind zwei Fackeln. Ich entsinne mich. Wir sind hier schon auf einem guten Weg. Du bleibst drin. Da kannst du mich liebevoll angucken, wie du möchtest. Du bleibst drin. Das heißt, wenn wir hier jetzt diesen einen Mauerblock hier hinsetzen, hier so ein Klumbatsch, dann ist zumindest die Stelle schon mal safe. Weil hier kommt ja jetzt erstmal keiner mehr drauf, ne? Gut. Das Problem ist wirklich, jetzt kommen wir hier zu sehr in die Höhe. Andererseits, wir können das Kastell auch kürzen. Wir müssen es nicht im vollen Umfang bauen, wie das Original, die Saalburg ist. Das macht wahrscheinlich viel mehr Sinn. Aber ein bisschen Hügel müsste weg. Tut mir leid. Ein bisschen Hügel muss weg. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir werden uns viele Schaufeln machen und ein bisschen den Hügel wegnehmen. Das gehört dazu. Da kann ich leider auch nicht auf dieses Farming ist so aufwendig Prinzip, weil Terraforming gehört definitiv zum kreativen Bauen auch dazu wie zum Survival. Da ist es alternativlos. Ich freue mich schon. Terraforming, ich liebe es. Und der passionierte Zuschauer, der verstörte passionierte Zuschauer, weil alle Zuschauer, die hier passioniert sind, sind auch verstört. Der weiß, dass es stimmt. Das ist das Allerschlimmste. Der Passionierte weiß, dass es stimmt. Ach, ist doch nicht die Möglichkeit. Ist doch eh nicht safe hier, oder? Hab ich da gerade irgendwie so ein Schleimgeräusch gehört? Ach, möglich ist ja alles, ist ja eine Minecraft-Welt. Na jedenfalls, der passionierte Zuschauer weiß, ich habe wirklich Freude am Terraforming und er weiß, es kommt wieder irgendein blödes Geschwätz auf ihn zu. Ja, warum mache ich es nicht eigentlich direkt so, ich Doofnase? Ja. So. Na, so lassen wir es. Das sieht doch realistisch aus. Na? Ich zeige dir hier heute meine Bauskills. Es ist immer wichtig, dass man Zäune oben noch ein wenig gegen Angreifer verstärkt. Damit, und ein bisschen Licht kannst du hier auch anbringen, wenn du also hier 3 Meter oder 5 Meter oder 10 Meter Mauer auf deinem Zaun hast, dann ist es schön innen ab und zu ein bisschen Licht zu haben, dass kein Monster innerhalb der Mauer spawnt, weil wenn es in der Mauer spawnt, dann bringt dir ja die Mauer nichts, die auf dem Zaun ist, ne? Aber ich zeige hier den ultimativen Bauskill. Ja. So baue ich immer meine Häuser und ich finde das sehr schön. Das reicht jetzt aber hier. Es wird. Da muss ich gerade an S denken. Ich mache mir Sorgen um dich, Beverly. Ich mache mir sehr große Sorgen. Das Buch übrigens, wenn du das nicht kennst, das ist sich empfehlenswert. Ich habe das früher sehr oft gelesen. Irgendwann hat sich, glaube ich, ein bisschen zu oft gelesen. Aber ich habe es geliebt, als Teenager vor allem. Ich glaube, das würde heute auch mit manchen Szenen und so... Ich glaube, da könnte man so gar nicht mehr releasen, das Buch. Das ist mein Gefühl, was ich habe. So. Die Mauer sieht schon sehr römisch aus, lang und gerade.
und ignoriert die Landschaft. Naja, die Landschaft, na, noch ignoriert sie ein bisschen die Landschaft. Sie ignoriert die Landschaft, aber die Landschaft kann nicht ignorieren, dass da die Mauer kommt. Deshalb werden wir terraformieren. Der Hügel muss sterben. Sterbende Hügel. Was für schöne Musik. Was ist denn das eigentlich? Bausig Production. Warum wundert's mich nicht? Ah, oh, so schön. Was ist denn das? Forsaken City. Schade. Hätte man gut als Abspannmusik nehmen können. Wenn die Luzi mal wieder was aufnimmt zum Beispiel. Jetzt ist es hier gelaufen. Ich versuche immer, dass das nicht hier gelaufen ist. Na, ist auch egal. Wir nehmen das immer noch als Abspannmusik. Egal. Mir fehlt aktuell tatsächlich noch der Dirt Pest, sagte ich ja schon. Der Grass Pest nervt mich. Was ist denn da los? Warum ist denn da so hohl drunter? Ach. Sieh mal einer an. Das Wasser wird von den von den Grashalmen oben gehalten. Wenn ich das jetzt wegschlage, werde ich hier total weggespült. Sag ich auch. Nee. Da kann zumindest nichts drin rumspawnen. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen eng hier. So, eng da. Eng da. Wir machen es erstmal so. Eigentlich müssten wir ins Tiefe, aber ist mir zu schade ums Holz. Ach, guck mal hier, der Streifen ist aber auch blöd. Wir bauen das später noch schöner. Es ist nur auch eine Interimslösung, ne? Das Wort Interimslösung wird in diesem Let's Play absolut salonfähig. Rückblickend gesehen waren auch viel mehr Dinge Interimslösungen, als wir das vorausblickend uns je erträumt hätten. Fiel euch das mal auf? Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich, aber so ist es nun mal. Kann ich den Stein da noch irgendwie bitte reinhaben? Ja, er macht es. So gut. Ach, guck mal, hier können wir aber nicht. Da müssen wir hier hin. Und dann müssen wir da auffüllen. Und das Gute ist, da ist sogar noch ein kleiner Graspopel für uns übrig geblieben. Das macht mich, erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Ach ja, hier ist auch ein bisschen schwierig. Hat irgendjemand das gearbeitet? Das ist ja auch was ich nicht kenne, arbeiten. So, ich mach das hier auch nochmal weg. Ich bin ein sehr unbeständiger Mensch. Ich fange immer Dinge an und bringe sie nie zu Ende. Ne? Ich meine, guck mal hier zum Beispiel das Let's Play. Das habe ich gestartet ursprünglich mit dem Vorhaben, 15.000 Folgen in der Woche zu bringen. Und ja, was ist draus geworden? 3. Unbeständig, der Typ. Unfassbar. Und es sollte auch über 500 Jahre gehen, aber wie lang geht's? Na, 3. Toll. Also, das sieht man das mal wieder, ne? Aber Spaß beiseite, tatsächlich habe ich damit gerechnet, so 15 Folgen aufzunehmen von diesem Let's Play hier. Weil es eh keiner gucken würde. Der Titel, der erste Folgentitel spiegelt völlig die Erwartungen wider, die ich hatte. Let's Play Minecraft. Wie bitte? Let's Play Minecraft? Oder so irgendwas? Ich weiß ihn gar nicht genau. Was? Let's Play Minecraft? Ja, das ist halt, es war genau meine Erwartung. Dass also wirklich keiner Interesse an so einem klassischen Minecraft-Let's Play heutzutage mehr hätte. Dass das alles schon mit Gronkh und ganzen Nachahmern, wo ich mich nie rausnehmen kann, ich bin ja letztendlich auch ein Nachahmer, dass das damit abgefrühstückt wäre. Aber nein, scheinbar nicht, ich weiß nicht warum. Da staunt wiederum der Fachmann und der Laie wundert sich erneut. Die kommen heute gar nicht mehr zur Ruhe, die beiden. Der Fachmann und der Laie. Ja, wunderbar, vielen Dank. Aber gut, so ist es halt, ne? So, jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen verschönert. Na, ja, wir machen es noch bis hier. Haben wir noch einen Zaun dabei? Ja, wir haben tatsächlich 17 Zaun dabei. Ich weiß nicht, ob der hier passt. Warum eigentlich nicht? Ist das jetzt Amazing Grace? Ah, tatsächlich. Das hier ist auch noch nicht so optimal. Apropos, wir haben ja Zaun dabei, ne? Und das habe ich ja gerade festgestellt in meiner maßlosen Weisheit, nachdem ich doch mein Konzept
das kann ich mir die Fackel haben, nachdem ich mein Konzept des wundervollen Mauer auf Zaun bauen doch verworfen habe. Oder habe ich das verworfen? Machen wir das an anderer Stelle nochmal? Weil es so realistisch ist, ne? Ach, guck mal, hier ist ein Erdloch. Das tun wir doch auch lieber besser mal entsorgen, ne? Niemand mag Erdlöcher. Also doch, habe ich auch schon festgestellt, manche Leute mögen tatsächlich, wenn Erdlöcher das. Und wenn es Kaninchen sind, die mögen Erdlöcher. Also insofern ist das eine völlig falsche Aussage, sagen, niemand mag Erdlöcher. Das ist wieder, da hast du wieder nicht alle Standpunkte eingenommen von den potenziell Betroffenen. Das ist nämlich der Punkt. Ja, immer dann, wenn man so sehr bei sich ist, dass man, ich sag, ich mag keine Erdlöcher, das heißt aber nicht, dass andere keine Erdlöcher mögen. Das ist halt einfach so. Man muss da einfach die Menschen auch mal, oder die Kaninchen, ne? Also ich meine, wer kann dem Kaninchen das vorwerfen? Ja, aber als Freund eines englischen Gartens bist du mit Erdlöchern wahrscheinlich eher sehr unfroh. Darüber gibt es Studien. Freunde englischer Gärten mögen keine Erdlöcher. Das behaupte ich jetzt einfach mal so und ich bin mir sicher, ich habe recht. Auch wenn das eine Quatschgeschichte ist. Das ist noch nicht so optimal. Da könnte ich mir nochmal einen Durchgang machen. Dann kann ich da sogar hier auf dieser Mauer schon rumflanieren. Wobei hier ist ja auch, oh, da kommt ja so hoch. Dann. Ach, das ist wieder schöne Nebel. Schöne Nebel. Lololo. Oh, wir nähern uns aber dem Berg, der weg muss, ne? Da war da nicht auch noch. Oh. Warum habe ich ausgerechnet hier geendet? Der Zaun endet doch erst da. Naja. Guck mal, Schaf, hier gibt es für dich nichts zu sehen. Du isst ja keine Cobblestones, wenn ich das richtig weiß. Ich bin jetzt mit Schafen nicht so sehr vertraut, um sicher zu sein, dass die nicht vielleicht doch Cobblestone essen, aber ich vermute es aus Gründen, dass sie vielleicht doch keine Cobblestone essen. Tja, Hügel. Mein Freund, der Hügel. Das wird hier nicht gut für dich ausgehen. Ich bin nicht immer gut in Bosskämpfen, aber was Hügel angeht, ist es großartig. So, ja. Genau, ja. Du kommst hier aber nicht mehr hoch, das kannst du vergessen. Oh, die Fackel wollte zu mir. Nein. Bauer, Neuling, was willst du denn von mir? Ich hab doch nichts. Geh doch mal einen Neuling bauern oder so. Was so ein Neulingbauer halt so macht, wenn der Tag lang ist. Was weiß ich, was der so macht. Ich bin kein Bauerneuling. Ich kenne mich mit dem nicht so aus, was die so machen. Pff, der Hügel. Ah, hilft ja nichts, ne? Also tun wir erst nochmal hier die Cobblestones weg. So. Na, das behalte ich mal. Den 61er auch angebrochenes Decks tun wir da nicht wieder in die Lieferung zurück. Das ist ja blöd, falls wir irgendwas zurückschicken müssen, weil es fehlerhaft war. Das sorgt nur für Ärger beim Abwicklungsprozess. Abwicklungsprozess? Habe ich mich da eben echt so versprochen oder habe ich es mir eingebildet? Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich jetzt nochmal nachhören. Abwicklungsprozess. Ja. Glückwunsch. Zack, werbekundenunfreundlich. So. Habe ich das Bett dabei? Ja. Das brauchen wir nämlich da, wenn wir den... Ah, warte mal. Du hast schon geschrien und hast wieder geweint. Ich weiß das, ich habe das gehört. Ich habe es gehört, wie du geweint hast. Und du hattest recht. Ich mache erstmal nur 3. Ne? Das werden dann noch ein paar mehr. Später. Ja, und die... Ach, guck mal, hier sind eh Bäume drin. Ich habe hier jetzt hier ein illegales Baumlager ich brauche aktuell... Das reicht mir. Ich plane nicht, in die Höhle zu gehen. Das reicht mir. Glückliche Menschen fallen sich in die Arme und weinen vor Freude. Endlich Terraforming. Und das Schlimme ist, ich habe ein... Da war die Tür. Dann geht's auch besser beim Öffnen. Ich habe ein gewisses... Ich habe eine Vorstellung.
Und das heißt, das ist das Maximallevel, auf das ich gerne hoch würde. In diesem Kontext. Und das heißt, da muss alles... Ja, ne, gut, ne? Also ich würde sagen, wir fangen mit den Bäumen an. Habe ich eine Axt noch? Ja, ich habe zwei Äxte. Okay, wir fangen mal mit den Bäumen an und wir gucken... Oder wir gehen erstmal kurz gucken. Wie das hier überhaupt aussieht, wo man denn hier... Ich glaube, hier ist so das Maximal, was... Das ist aber zu viel, ne? Vielleicht dann so... Ein bisschen nur, ne? Also hier hoch müssen wir nicht alles wegmachen. Das wäre übertrieben. Das wäre übertrieben. Das wäre sehr aktionistisch. Das ist für das Let's Play nicht stemmbar. Das wäre nur im Kreativ oder mit viel Zeit stemmbar. Nein, aber ich denke, wir rücken den Hügel schon. Wir könnten mal hier eine Steinsäule stetzen. Dass wir sagen, okay, wir gehen zumindest so als Marker, dass wir den Raum haben, dass hier der Bereich schon erstmal wegkommt. Der muss dann aber noch angeschrägt werden wieder. Also das ist auch noch, aber so in der Größenordnung. Dann wissen wir auch, wo wir fällen müssen. Ups. Das wollte ich nicht, ich habe mich für rechts geklickt. Ist das da immer noch mit Lava? Ach ja, Mist. Könnte man ja einfach Wasser drauf gießen, haben wir da ein Obsidian-Depot. Ist aber jetzt auch nicht viel besser abzubauen. Wir hatten, glaube ich, auch mal ein Gussportal gefertigt, ne? Damals. Vor langer... Ja. Vor long time ago. Letztendlich braucht man Obsidian nicht zwingend, aber eben durch diese Funktionalität des Gussportals, die man eben nutzen kann, indem man einfach Lama-Eimer. Was ist denn hier los mit der Sprachausgabe? Reboot! Bitte schalten Sie den Computer nicht aus, der Kumpel wird neu gestartet. So. Also manchmal, wenn ich mir selbst so zuhöre, denke ich, er ist ja schon manchmal doch witzig, ne? Das kommt nicht so oft vor, aber manchmal ist er echt witzig. Ich weiß ja auch nicht, wie das passiert. Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann da nichts dafür. Das ist ein Unfall. So wie damals mit Marvin, als ihm in den Kopf geschossen wurde. Kennt man ja. Armer Marvin. Der Flozi sagt, ja? Gell, Flozi, du sagst das. Es ist ja einfacher, zu zweit aufzunehmen. Das hängt bei mir total von der Stimmung ab. Es gibt viele Zeiten, wo ich alleine mit der Aufnahme total glücklich und zufrieden bin. Ich weiß auch nie, warum das ist. Weil das Coole ist natürlich, ich meine, ich rede ja nicht mit mir selbst, sondern ich rede ja mit dir. Du, da. Ich rede ja, also in meinem Kopf rede ich mit dir. Du, da. Das Schöne dabei ist aber, du kannst gar nicht antworten. Und, ja, du schreibst dann Kommentare, ja, das ist richtig, aber du kannst nicht prompt antworten. Und wenn man so viele Jahre wie ich im Kundendienst war und so viele Reklamationen bearbeitet hat, und da bist du die ganze Zeit angerufen. Und jeder, ja, also jedenfalls ist das schön. Ich finde das schön. Es tut mir so leid, der Job hat mich in der Hinsicht echt geschädigt. Ich kann es nicht anders sagen, aber ich habe da echt einen Schaden. Wenn ich mit keinem Menschen reden muss, dann bin ich auch immer ein sehr glücklicher Mensch. Wahrscheinlich kompensiere ich das ein bisschen mit YouTube, dass ich mit Menschen heute nicht mehr so gerne rede. Weil ich eigentlich doch gerne rede. Aber nicht gerne mit Menschen. Also rede ich mit dem Mikro? Also nein, stimmt ja gar nicht. Ich rede ja nicht mit dem Mikro, ich rede ja mit dir. Ist das gut. Eine Win-Win-Situation. Ich weiß zwar nicht, wer gewinnt, aber irgendwer wird schon gewinnen. Ich möchte nicht drauf wetten. Hey, Obsidian! Wie mir da letztens der Name entfallen war, erinnerst du dich? Klar erinnerst du dich. Ich erinnere mich auch komisch. Warum erinnere ich mich neuerdings an Minecraft? Was ist da los? Das stimmt doch was nicht. Was? Oh. Da ist aber schon ein bisschen dicht drin. Hier ist aber echt Action unten drunter. Möchte ich mal sagen. Die Frage, also das Obsidian, das könnte ja als Depot hier liegen bleiben. Von der Sache her. Das gefährdet ja keinen mehr.
Erstaunlich immer, dass es aussieht wie so ein Comic. Dabei ist es wirklich eine Basis von... Das ist so glatt, das sieht aus wie gemalt. Da kann man nichts machen oder so zitieren. Gut, jetzt haben wir zumindest den Teil hier weg und dann ist natürlich hier echt... ja, das ist natürlich noch... Ach, was haben wir noch an Spaß. Das wird gut. Oh ja, das wird gut. Wir müssen da noch abzählen, bis wir... Ja, es wird so gut. Ja, schön. 100 D-Abos aufgrund dieser Folge. Egal. Ist mir so egal. Habe ich gar kein Problem mit. Ja, man weiß halt nicht, wo die drunter sind. Das werden wir noch wahrscheinlich irgendwann sehen oder auch nicht. Könnte sein, dass wir denen irgendwie ein Loch ins Dach graben. Ist es hier heiß? Nee. Da ist echt Action hier, ne? So... Erstmal hier dieses ganze überstehende Zeug. Ich meine, es kommt eh alles weg, letztendlich. Aber so ein bisschen hier. Da ist echt was drunter los. Das ist definitiv, muss man neidlos anerkennen. Der Zombie-Herrenchor singt herrlich. Hunger. Ich gehe dann mal Richtung Bettchen. Ist eigentlich schon wieder Zeit. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich habe darüber gezogen, ne? Aber jetzt müsste es jetzt passen, wenn ich jetzt ins Bett gehe. Ich brauche mal irgendwo ein Haus hier, wo noch ein Platz für mich ist, bitte. Gib mir ein Haus mit einem Platz für mich. Ich bin dann schwer. Ja, nee, das ist mir zu eng. Hallo, gib mir ein... Oh, hier ist dunkel. Gib mir noch ein Haus, bitte. Ein Haus. Oh, Gott sei Dank. Hier habe ich meine Ruhe. Tschüss. So, ihr Lieben. Ich mache erstmal Schluss, weil die Luzi kommt dann bald auch. Ich wollte noch ein bisschen was weg haben, damit ich auch irgendwann mal laden kann. Oh Gott, was macht denn jetzt hier der Shader mit meiner Rüstung für komische Bugs? Das ist ja auch wieder super. Wenn ich mich nicht mehr bewege, wird es ein bisschen besser. Okay, das ist egal. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei gewesen sein, du. Und danke fürs Zuhören bei den Minecraft-Monologen. Tschüss.